War hier, wie gesagt, noch nie, zum allerersten Mal heute. War das gerade ein Traum oder war das gerade real? Ja, also. Einfach erkannt, müssen wir mal vorstellen. Ja, okay. Neben mir steht hier auch gerade der Kameramann vom YouTuber. Komm mal. Direkt, wenn man hier kommt, wird man erkannt. Hätte jetzt nicht mit gerechnet, aber. Der hat mir einen Sticker. Jo, warte, ich möchte auch mal einen. Aber geiles YouTube-Video. Danke. Wie lange machst du schon YouTube? Seit 2019. Kannst du mal das YouTube-Kanal? Steht da drauf. Da ist so. Leon, was hast du für Bikeschuhen, Bikes. Wir haben die 600 Abonnenten geknackt. Wer noch kein Abo dagelassen hat, sollte es jetzt gefälligst tun. Unten auf den Abo-Button drücken, damit wir die 1000 Abonnenten erreichen. Also jetzt drücken und viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht ab? Jetzt kommt's mit meinem Channel. Heute mal ganz woanders. Einige von euch werden es vielleicht erkennen, wo wir uns befinden. Wir sind hier im Osten. Wie man es unschwer erkennen kann, hier ist wirklich Endzeitstimmung. Also jedes Haus ist gefühlt hier Lost Place. Ja, wie man es hier so sieht, ne? Also. Und der Weg kann sehen, verschlagen zu einem Skatepark, der sich da unten befindet, mitten im Nirgendwo. Also der Weg hierhin war schon ziemlich kriminell gerade. Also. Kann man sich nie ausdenken, ne? Komm mal her. Wir müssen mal drehen. Wir haben jetzt hier oben geparkt. Ja. Hier ist echt Endzeitstimmung, ne? Wenn man. Nur noch Zombies, wenn jetzt Zombies rumlaufen, fehlt nur noch das. Die Außerirdischen gefühlt, wenn man sie da anguckt. Wir sind hier mit dem Stunt Scooter, mit dem Oxtello MF540 Deer. Gepäck haben wir überall, Werkzeug, was wir jetzt brauchen. Alles gedacht natürlich. Und den Scooter hier haben wir auseinandergeschraubt. Und das Deck. Erstmal im Osten einen Scooter zusammenschrauben, ne? Also waren zwar schon ein paar Mal hier im Osten, aber ich war noch nie hier irgendwie mit dem Scooter auf dem Skatepark, nur einmal mit dem Fahrrad. Das war in Chemnitz, im Concordia Park und in der Skatehalle da auch, aber noch nie mit dem Scooter, ne?
ganz einfach aufzubauen, wenn man zum Beispiel jetzt Reisen tut, wie wir jetzt gerade, auch super auseinander und zusammenbauen, wie ihr es seht. Also ganz einfach gemacht. Zack, drinnen. Bisschen anziehen. Und die Straßen sind auch hier, da haben wir übrigens. Wenn man sich mal die Straße anguckt, die sehen gefühlt überall so aus. Also ganz wenig Teer nur. Das ist alles voller Kopfsteinpflaster. Ja. Perfekt gerade, nice. Haben wir das zusammengebaut. Schone noch an. So, jetzt haben wir es hier. Den ganzen Tag kein Scooter oder Fahrrad gefahren und ich drehe langsam durch. So, jetzt haben wir es. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Skatepark wieder. Also, auf zum Skatepark. Hier rauf, auf den kannst du natürlich nicht fahren, auf dem Bürgersteig. Also, die Zeit ist ja irgendwie stehen geblieben, ne? Also, ist ja glaube ich bekannt im Osten, ne? Aber wir sind hier am Tanga, an diesem Schild da. Wenn ihr das seht, dann seid ihr richtig. Aber hier auf dem Bodenscooter fahren, das, ja. Ich glaube, wir machen nur einmal hier runter und dann nie wieder. Also. Das sind hier echt schlimm, ne? Muss ich echt mal sagen. Also, Bruder. Hier haben wir wenigstens wieder betreut, ja. Also, das ist der Skatepark. Jetzt, Digga, was ist mit den Kindern los, Alter? Also,
Ich war hier, wie gesagt, noch nie, zum allerersten Mal heute. Und die haben hier Betonrampen. Jumpbox, da hinten noch was und hier überall. Und fahren wir jetzt einfach mal, ne? Gucken, wie sich da fährt, keine Ahnung. Einfach mal machen, ne? Wollt ihr Sticker haben? Können wir ja weiter. Hallo. Danke. Oh, der hat mir einen Sticker. Ja, warte, ich möchte auch einen. Ich kenne dich, ich hab dir jetzt den Namen vergessen. Danke. Benox plus 6 gemacht. Oh, ist das okay. Ist wieder nach hinten? Aber geiles YouTube-Video. Danke. Wie lange machst du schon YouTube? Seit 2019. Kann ich mal das YouTube-Kanal? Steht da drauf. Da siehst du. Leon. Leon. Was hast du für Beischuhen, Bikes. Kann ich mal kurz fahren? Können Sie mir mal zugucken, wenn ich Rampe fahre? Komm mal. Direkt, wenn man hier hinkommt, wird man erkannt. Hätte jetzt nicht mit gerechnet, aber. Das ist der Park. Das ist ein richtiger Ossi-Park, ne? Also wie man es halt so kennt. Wir fahren einfach mal, ne? Eine Runde mal hier. Alter. Ey, Lukas! Ich hab mit Paul heute so ein 1 gegen 1 gemacht. Alter, was sind denn die Leute los? Also die Radien sind so naja gemacht. Wie bei uns? Zu steil? Nee, das kickt. Hier unten, die Rundung meine ich. Ja. Die ist heftig. Eine komplette Person. Mach mal, film mal da so. Kann ich in deinem YouTube-Video dabei sein? Mach kurz. Ja, okay. Phil, neben mir steht hier auch gerade der Kameramann vom YouTuber. Das ist der Kameramann. Und das ist weird. Hier ist der Kameramann. Das ist mit den Leuten los, ne, Bruder? Das ist in Bielefeld nicht so schlimm. Aber ist schon cool. Warte, und der YouTuber. Hier ist der YouTuber. Aus Bielefeld. Ich kann ihn nicht sehen. Okay, auf jeden Fall, hier ist halt ein YouTuber. Phil, wenn du dich jetzt beeilst und jetzt kommst, dann kannst du ihn vielleicht sogar noch sehen. Was? Okay, warte. Da. Da steht er doch, er steht da. Und hier ist der Kameramann. Ja, Phil, da müsstest du jetzt noch kommen, weil er... Phil, jetzt du müsstest jetzt kommen, weil er bleibt nicht mehr so lange. Okay, warte, soll ich mal jetzt den Unternamen wegnehmen? Was ist hier nur los, ne? Ja, im Osten sind die anders, die kennen dich. Die sind ja anders drauf. Hätte man echt nicht gerechnet, ne? Aber wir machen noch was. Halt mal drauf.
ich warte noch kurz. Habt ihr denn schon ein Abo gemacht? Die meisten gucken, aber machen die ein Abo. Ich weiß ja nicht, wie er heißt. Wie heißt du auf YouTube? Leon Balschen Bikes. Ja. Du hattest Sticker? Ja. Du hast schon Sticker. Hier kannst du ja ein paar Freunde verteilen. WhatsApp, ja. Cool. Danke. So funktioniert das? Die holen schon die anderen. Die wurden ja gerade erkannt, Digga. Ja, die haben ihn erkannt. Alter, das ist, ja, ne. Was soll man dazu sagen? Ist unangenehm? Ein bisschen. Und das ist schon eine Strecke, hier fährst du fast 4 Stunden hin, ne? Digga, von Bielefeld nach Stendal, also vom Norden im Osten. Ich mache noch was. Die kommen. Bruder, was geht hier gerade ab, ne, Digga? Ja, ist Justin da noch oder ist mein Auto? Der ist schon weg. Geil, Digga! Guck mal, ich will doch. Ja? Also, was machst du jetzt? Wo ist mein Handy? Mach mal kurz Karten. Hannes, bist du noch? Nee? Oh Mann, du bleibst still! Nein. Ihr habt das gerade ein bisschen was gesehen, Digga. War das gerade ein Traum oder war das gerade real? Ne? Also. Alter! Einfach erkannt, müsst ihr mal vorstellen. Es fängt an zu regnen. Hier im Osten, naja. Ich würde sagen, kurzes Video jetzt. Ja. Dann noch geht's, ja. Ja. Kurzes Video jetzt. Also, das war's. Das war's von diesem Video hier im Osten. Diese wunderschöne Umgebung hier gefühlt. Ja, genau. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei mir im Online-Shop vorbei. LeonBalschenBikes.com, wer auch Bock hat auf dieses ganz gute, also oder Ersatzteile oder anderes Scooter, was auch immer. Schaut euch an, ja. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Peace.